Und da sind wir wieder. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Tja. Also. Ja, irgendwie habe ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das merkt ihr schon selbst. Schauen wir mal mit dem Ding ein bisschen rum. Ach, da oben. Ein Kokir-Händler. Jetzt müssen wir noch mit dem sprechen und dann. Was schon. Also den Schatz da holen wir uns später. Na ja, na wie. Was jetzt gar nicht zu sagen. Sobald irgendwelche Augen in der Nähe sind, abschießen. Shit, diese Dinger da sind gefährlich. Jetzt können wir gleich erstmal. Ich zum Beispiel habe keinen Bock auf diese Dinger. Die geht nur hinter mir die Tür, da ich alle Gegner zerstört habe. Tja. Jetzt kommt wieder unser guter alter Freund der Dekostab zum Einsatz. Nur das ist es, wenn man den Dekostab länger brennen hat. Ich zeig's mal. Wir haben jetzt 7 Dekostäbe. Verbrennt ja. Jetzt haben wir nur noch 6. Ich würde sagen, das Ding ist zu weit unten. Irgendwo müsste es was geben. Ich glaube, wir müssen das Ding verbrennen. Das ist komplett aus Holz. Nein. Irgendwas müssen wir doch machen können. Das ist mal das Ding da weg. Ich versuche es mal nochmal mit verbrennen. Nein. Hier unten ist auch nirgends ein Schalter. Ducken können wir uns nicht einfach. Also, ja. Ich glaube, ich werde mir noch eine Weile lang festhängen. Ja, ich möchte jetzt auf keinen Fall sterben. Und die Pflanzen wachsen sowieso immer wieder nach, also... Wachst. Ach, scheiß drauf. So, ganz ehrlich, schauen wir uns mal um. Ich würde sagen, die Dinger verbrennen. Bei dieser Theorie bleibe ich jetzt auch mal eine Zeit lang. Ah. Und wenn nicht, dann sterben wir und müssen halt noch weitermachen. Nein, noch sind wir nicht tot. Das gibt's doch nicht. Ganz ehrlich, ich habe das Spiel so oft gespielt. Und nie gab es irgendwo einen versteckten Schalter oder sowas, außer am Grund des Wassers. Nein, der kann da leider nicht darauf klettern. Ernsthaft, ich glaube, da hängen wir jetzt echt lange fest. Ganze Partner, das geht doch nicht. Findet ihr nicht auch?
Also ich hätte so eine Idee, aber jetzt werde ich ja wahrscheinlich sterben. Gibt es denn was Gutes in dem Part? Ganz ehrlich. Oh shit. Ich wollte jetzt eigentlich rückwärts springen, aber naja. Speichern mal gleich. Ich glaube, wir jeden Zelda sind hier. Ja, war ja klar. Am Anfang. Am Anfang. Und wieder mal sind wir lebensmüde. Also diese Kiste holen wir uns später, wenn wir den Großteil der Dungeon gemeistert haben. Ah ja, Deko-Kerne. Die bekommen wir ja jetzt auch noch. So weit kann er echt nicht schwimmen. Also irgendwo muss hier noch ein verstecktes Schalter oder sowas sein. Oben hier ist Ding. Das kommt gleich weg. Müssen wir das doch schaffen, jetzt ganz ehrlich. Die Tür ist auch abgesperrt, dafür brauchen wir dann auf alle Fälle die zwei Dinger da. Also springen hilft ja nicht viel. Also ich sag mal, wir gucken noch die restlichen Tempel, suchen noch ein paar Herzen. Wie auf Stichwort. Und dann sage ich bis zum nächsten Part. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3.